Ja, hallo, liebe Gamer-Freunde des lieben Zockens. Ich begrüße euch zurück zu einem neuen Tutorial. Heute zeige ich euch mal den Fritz WLAN-Verstärker und sorry, wenn das so doll ruckelt. Ich habe da mit meiner Handykamera aufgenommen, also auch nicht beste Qualität. Ich will mir irgendwann nochmal vielleicht eine bessere Kamera kaufen, aber ohne YouTube-Money habe ich nicht die Kohle dafür und 260 Euro für eine gute Kamera ist mir zu viel. Egal. Was macht dieser WLAN-Verstärker? Der verstärkt euer WLAN. Zum Beispiel ist mein WLAN-Router im Schlafzimmer und ich bin auch im Wohnzimmer und da sind zwei Türen dahinter und ein Kühlschrank. Und damit ich dann hier auch im Wohnzimmer schönes WLAN nutzen kann über mein Handy, Laptop, sonst ein Scheiß, gibt es diesen WLAN-Verstärker, den man dazwischen setzt. Wie ihr gesehen habt, muss man den einfach nur einstecken, Augenblick warten, bis beide leuchten und dann eigentlich gedrückt halten, bis ganz unten das WLAN blinkt. Ich habe das da einmal versucht und einfach falsch gemacht. Ich habe das wieder ausgeschaltet. Ich werde da gleich einfach einen kleinen Schnitt reinmachen und dann werdet ihr das sehen. Ja, wenn ihr das gemacht habt. Der kostet ungefähr 30 Euro, glaube ich. Den gibt es auch noch in anderen Varianten, zum Beispiel einen noch mit LAN, wo man LAN reinstecken kann. Und natürlich auch noch ein größerer, wenn man jetzt ein Familienhaus hat oder Laptops und sowas hat. Denn lohnt sich das, einen größeren zu kaufen. Der kostet, glaube ich, 100 Euro oder 70 Euro, kann auch billiger sein. Also das ist der Fritz, den finde ich eigentlich ganz gut. So, hier kann man das sehen. Man muss den lange gedrückt halten, bis das blinkt. Müsste eigentlich gleich jetzt blinken. Ja, jetzt blinkt es. Dann müsst ihr zu eurem Router hingehen. Ganz gechillt natürlich. Und da gibt es eine Taste. Da könnt ihr sehen, da steht da unter mein Bett. Also nichts das ideale WLAN. Und bei mir ist das zum Beispiel steht WPS. Und da müsst ihr dann einfach auf WPS draufdrücken. Und abwarten, bis er dann ladet. Also bis er blinkt. Denn müsst ihr Augenblick noch warten und dann sollten die sich eigentlich verbinden. Aber das werdet ihr jetzt auch gleich nochmal im Hintergrund sehen. Da wird gleich eine kleine. So, da drücke ich einmal rauf. So, jetzt könnt ihr sehen, jetzt leuchtet. So, jetzt wird hier oben gleich was eingeblendet. Da könnt ihr sehen, dass er jetzt blinkt. Da habe ich extra eine Kamera aufgestellt, damit man das sieht, dass es dann blinkt. Genau, und jetzt müsst ihr eigentlich theoretisch nur warten, bis bis das aufhört zu blinken, dann heißt es, ja, sie sind verbunden. Dann heißt es auch, dann leuchtet auch nicht mehr die WLAN-Lampe, auch nicht mehr oben, sondern dann ist er mit eurem Router verbunden und ihr könnt den nutzen. Danach müsst ihr den theoretisch eigentlich wieder ausstecken, den Fritz-Dings, und den irgendwo zwischen hinstecken. Zum Beispiel, ich stecke mein in die Küche. Das ist dann, glaube ich, eine Tür weiter von meinem Schlafzimmer entfernt. Das ist dann ungefähr die Mitte. Da muss man dann selber gucken, ob das denn die Mitte für einen ist oder ob man den doch nicht woanders reinstecken möchte oder doch woanders hinstecken muss. Also für mich persönlich reicht das. Jetzt kann man sehen, jetzt hat er sich verbunden. Alle WLAN-Lampen leuchten. Jetzt kann man den beruhigt einfach ausstecken. Zack. So, jetzt laufe ich hier noch. Könnte man ein Zimmer sehen. Könnt auch die Roomtour gucken, dann wisst ihr wie. Genau, da ist mein WLAN. Dann gehe ich hier kurz durch die Küche, die dunkelste Küche der Welt. Erstmal Licht anmachen. So, und ich stecke mal meistens den hier einfach rein. Und zack, drin ist er. So, und dann müsst ihr eigentlich theoretisch einfach wieder warten, bis alle LED-Lampen leuchten. Und ja, so könnt ihr den mit euch verbinden, mit eurem Fritz. Ihr müsst auch keine Sorge haben, dass denn andere außen den auch WLAN nutzen können für euch. Nein, ihr braucht auch den Schlüssel. Wenn ihr jetzt über WLAN reingeht, müsst ihr den auch wieder ganz normal wie den anderen mit euren Schlüssel verbinden. Das heißt, euren Schlüssel, den findet man manchmal unter dem Router oder auch woanders und so, ne? Aber ja, und da kann auch kein anderer sonst rein, außer ihr werdet gehackt oder so. Jetzt sucht er kurz wieder. Dann verbindet er sich und ich habe, glaube ich, meistens, wenn ich ihn da drin habe, drei WLAN-Striche oder drei LEDs. Ich hatte auch schon mal ab und zu, dass er abgestürzt und hat nur noch geblinkt, blinkt, blinkt. Da hatte kein WLAN gehabt. Da habe ich den einfach auf Reset gemacht. Da müsst ihr die Taste anmachen und so lange gedrückt halten, bis der Power blinkt. Dann ist er auf Reset und dann habe ich neu verbunden.
Und dann habe ich ihn halt wieder eingesteckt und dann ging das nachher. Sonst hatte ich jetzt noch keine Schwierigkeiten mit dem Fritz. Also ich finde, der versteckt das WLAN echt schön. Und ja, ich habe hier endlich wieder WLAN im Wohnzimmer. Das war mir wichtig. Vielleicht konnte ich euch jetzt helfen mit diesem Tutorial. So, da sieht man jetzt, dass er verbunden hat. Oh, ich habe sogar 4 Striche. Okay, aber die Tür jetzt auf ist, ne? Aber wenn die Tür zu ist, dann habe ich meistens 3 oder sowas. Gebt einen Daumen hoch, wenn ihr wollt. Und tschüss, bis zum nächsten Video. Bye, bye.